Vielfalt. Alexandra, hey, was ist denn Vielfalt für dich? Sag du doch mal. Vielfalt? Ja, du. Also ich bin nicht hier, um was über Vielfalt zu sagen, sondern die Leute was über Vielfalt zu fragen. Ach so, wir sind hier im Altona Museum, da findet das Ganze statt, diese Gespräche, in der Hoffnung, dass es eine vielfältige Reihe wird. Wo kann man das denn sehen überhaupt, sag mal? Na, im Internet. Ach so, im Internet. Wir haben eigentlich schon alles gesagt, was wir hier veranstalten wollen, alles. Oder? Altonale Salon, digital. Krasse Leute. So, ziemlich Vielfalt. Irgendwie tolle Leute, die wir haben. Also, wenn Sie noch irgendwelche Ideen haben, Menschen kennen, die wir hier unbedingt ins Gespräch bringen wollen, hallo, schreiben Sie uns. So, genug der langen Worte. Und jetzt hören wir unserem Gast zu. Herzlich willkommen zum Altona Salon Digital. Heute zu Gast bei uns, Kübra Gümüşay. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist, Kübra. Vielen Dank für die Einladung. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Interessante Zeiten, aufregende, aber mir geht's gut. Es sind sehr aufregende Zeiten. Das merke auch ich selber persönlich sehr. Und da auch gleich meine erste Frage. Die George Floyd-Thematik hat ja nun das Licht auf oder Aufmerksamkeit auf ein Thema gerichtet, was in vielen Gesellschaften unterschiedlich behandelt wird und unterschiedlich wahrgenommen wird. Wie siehst du die Dynamik von Black Lives Matters in Deutschland? Ja, das Interessante ist ja, dass kurz vor dieser Pandemie, bevor hier in Deutschland Alarm geschlagen worden ist, ja der Anschlag in Hanau war und wir aber schon nach wenigen Tagen wieder zur Tagesordnung übergegangen sind. Das heißt, statt dann das zum Anlass zu nehmen, über Rechtsterrorismus so zu sprechen, dass alle Institutionen auf sich schauen, dass alle über Rassismus in Deutschland sprechen und verantwortungsbewusst mit dieser Thematik umgehen und mit den Sorgen der potenziell Betroffenen und der bereits Betroffenen umgehen, sind wir relativ schnell zur Tagesordnung übergegangen. Die Frage ist natürlich, warum ist das jetzt anders? Und zum einen liegt das natürlich daran, dass eine Pandemie gerade stattfindet, dass sehr viele Menschen arbeitslos sind, dass viele Menschen Existenzängste haben und ein wichtiger Faktor ist natürlich auch, dass wir in Deutschland stark in die USA schauen, also viel Popkultur von dort konsumieren, viele Filme von dort konsumieren, Musik, Kunst, Kultur, aber auch politische Debatten werden dort sehr intensiv verfolgt. Also aus Deutschland heraus wird die US-amerikanische Debatte sehr stark verfolgt. Und dort ist natürlich die Antirassismusdebatte sehr viel weiter. Es gibt unheimlich viele Intellektuelle, WissenschaftlerInnen, MusikerInnen, Personen des öffentlichen Lebens, Menschen in Politik, die seit Jahrzehnten zu dieser Thematik arbeiten, die einen großen Fundus sozusagen an Wissen bereits hergestellt haben, von dem wir hier in Deutschland ja massiv profitieren. Also antirassistische Arbeit in Deutschland wäre nicht möglich ohne das Wissen, was von schwarzen WissenschaftlerInnen in den USA zum Beispiel produziert worden ist. Aber durch sozusagen diese Möglichkeit in den USA, das auch in die Populärkultur zu tragen, gibt es natürlich auch in Deutschland ein größeres Bewusstsein dafür, weil man halt schaut, okay, was sagen einzelne MusikerInnen, was sagen einzelne PoetInnen und PolitikerInnen und schaut da halt sehr stark drauf. Deshalb ist sozusagen darüber auch auf einer popkulturellen Ebene diese Thematik rübergeschwappt. Nichtsdestotrotz ist natürlich jetzt die Aufgabe, eine Transferleistung zu schaffen und zu schauen, was ist unser Problem hier in Deutschland mit Rassismus? Und zwar der strukturelle Rassismus. Häufig erlebe ich, wie Menschen sehr defensiv reagieren und entweder das individualisieren, also so tun, als seien es einzelne Individuen, die sich irgendwie rassistisch verhalten würden, oder so tun, als sei das nur das Problem von Neonazis und Menschen, die ja einer rassistischen Ideologie angehören. Und es gibt sozusagen eine Abwehrhaltung gegenüber der eigentlich wichtigen Thematik, nämlich der strukturelle Rassismus in unserer Gesellschaft, der sich durch alle Lebensbereiche durchzieht, vom Gesundheitswesen über politische Institutionen, über die Justiz, über Polizei, über Kunst, Kultur, Bildungsinstitutionen, also durch alle Bereiche unserer Gesellschaft zieht sich das hindurch. Und das ist sozusagen die Herausforderung, die wir jetzt haben, zu schaffen, dass wir die Debatte öffentlich auf eine konstruktive Art und Weise führen, nämlich mit der Frage, wie können wir den strukturellen Rassismus in unserer Gesellschaft eindämmen, wie können wir uns hinbewegen zu einer Gesellschaft, die weniger rassistisch ist, und wie können alle Institutionen eigenverantwortlich strukturell bei sich etwas ändern.
Und da ist immer die Frage, die ja häufig gestellt wird, ja, was sollen wir tun, zu kurz gegriffen? Denn ähnlich wie bei der Pandemie in den ersten ein, zwei Wochen, wo ja alle sich gefragt haben, was können wir tun, um diese Pandemie einzudämmen, wo alle eigenverantwortlich mit in den öffentlichen Diskurs gegangen sind. Genau so könnte man bei der Thematik über Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und vielen anderen gesellschaftlichen Problemen auch auf eine konstruktive Art und Weise eingehen. Du hast ja mal bei einem TED-Talk über Organized Love, organisierte Liebe gesprochen und dass das ein Prozess ist, der im Kollektiv stattfindet. Nun hat man zum Beispiel in Hamburg bei der Demonstration gesehen, dass viele Leute dazu gekommen sind, weiße Leute, schwarze Menschen, unterschiedlichste Herkünfte mit unterschiedlichen Migrationshintergründen. Empfindest du das als einen Weg dahin, als du damals im TED-Talk von organisierte Liebe gesprochen hast? Ich denke, die Solidarität, die dort gezeigt worden ist, ist das Fundament. Dadurch wird ein Raum geschaffen, um hinzuhören. Und ich erlebe und beobachte derzeit, wie in non-black POC-Communities, also in Communities, die einen Migrationshintergrund haben, die als die Rassismus auch erfahren, aber nicht schwarz sind, dass dort auch viel Sensibilisierung gerade passiert. Denn genauso wie die weiße Mehrheitsbevölkerung sich sensibilisieren muss zu dem Thema Rassismus, antischwarzer Rassismus, müssen das andere Communities of Color genauso. Und da sehe ich gerade einen sehr wohlwollenden Raum, wo Menschen versuchen zu lernen, und Lernen geht nur über Fehler, und wo auch, und das ist etwas, was ich sehr befürworte und wofür ich sehr einstehe, und ich glaube, das brauchen wir aber noch mehr, nämlich Fehlertoleranz, denn weder Menschen, die gegen Rassismus kämpfen, noch Menschen, die Rassismus erfahren, haben sind qua Geburt so gewesen, sondern sie mussten sich dieses Wissen erstmal antrainieren und erlernen und auch selber Fehler machen. Das heißt, sich weniger rassistisch zu verhalten, weniger sexistisch zu verhalten, andere Menschen weniger zu diskriminieren, ist nicht von einem Tag auf den anderen einfach zu machen, sondern das ist ein Prozess. Und in diesem Prozess gehören Fehler dazu, da gehört es dazu, dass man lernt und sich reflektiert und immer weiter wächst. Und ich sehe gerade, wie dieser Raum entsteht, wo vielen Leuten sozusagen, wo man sich einander diesen Raum gibt und auf eine zugewandte Art schaut, wie können wir gemeinschaftlich, also Organizing Love, wie können wir gemeinschaftlich hingehen zu dieser Vision, die wir von dieser Gesellschaft haben, die eigentlich in unserem Grundgesetz steht. Und wenn ich diese Zugewandtheit sehe, also da ist natürlich auch sehr viel berechtigte Wut und sehr viel berechtigter Ärger, aber auch zugleich sehr viel Liebe, weil man kritisiert nur Menschen, die man liebt. Man kritisiert nur Menschen, von denen man möchte, dass sie sich verbessern. Und da gehen jetzt viele einen sehr unbequemen Weg und schauen zu Themen hin, die sie viele Jahre ignoriert haben. Und das ist schmerzhaft, das ist, wird nicht ohne Fehler zu machen sein. Und das ist für mich Organized Love, also einander diesen Raum für Entwicklung zuzugestehen und gemeinsam diesen Weg zu gehen hin zu dieser Gesellschaft, weil alleine schafft es niemand. Man braucht dafür Gemeinschaft. Dieser schmerzhafte Weg, von dem du gesprochen hast, wie empfindest du oder wie siehst du das, wenn weiße Leute ganz große Schwierigkeiten haben, ihre eigene Situation als Privileg zu empfinden oder als solches zu verstehen und den nächsten Schritt zu gehen, warum das für andere Menschen anders ist? Was glaubst du, warum sie sich sehr sträuben, ihr Dasein als Privileg zu verstehen? Ich denke, weil häufig zwei Ebenen vermischt werden. Zum einen die Ebene der persönlichen Intention und die andere Ebene ist sozusagen die strukturelle, gesamtgesellschaftliche Situation, innerhalb derer man sich bewegt. Und wir Menschen natürlich durch Film, Kunst und Kultur sind immer dazu angeregt, ein guter Mensch zu sein. Niemand möchte der oder die böse Person sein in einem Film, in einem Stück, in einem Bild, in einem Gleichnis, sondern man strebt danach sozusagen, ein Mensch zu sein, der anderen nicht wehtut. Und man möchte auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, so, ja. Und
wenn dann man kritisiert wird oder man dann erfährt, man gesagt bekommt, du hast ein Privileg, dann guckt natürlich jede Person auf eine sehr subjektiven Art und Weise auf die Thematik und sagt, aber ich habe das und das durchgemacht und ich musste so und so und ich habe Sexismus erfahren und ich habe Klassismus erfahren und oder ich komme aus Ostdeutschland und wurde deshalb diskriminiert und so weiter und so fort und kann sozusagen diese Ebene nicht stark im Blick behalten. Und ich glaube, deshalb ist es sehr wichtig, das auseinanderzuhalten und zu sagen, es geht nicht um deine persönliche Intuition und Intention, es geht nicht um dein persönliches Empfinden, nicht um deine Absicht. Es geht nicht darum zu sagen, du bist ein schlechter Mensch, weil du dich so und so verhalten hast. Es geht auch nicht darum zu sagen, du bist, weil du dieses Privileg erfährst, ein schlechter Mensch, sondern es geht darum, dass du siehst, welche Mauern sich durch unsere Gesellschaft ziehen, die verhindern, dass andere gleichberechtigt in dieser Gesellschaft existieren können. Dass du um dich schaust, was ist die Architektur unserer Gesellschaft? Welche Menschen laufen permanent gegen Mauern? Welche Menschen sind eingesperrt? Welche Menschen sind wir nicht mehr in der Lage, als Menschen wahrzunehmen, weil sie derart entmenschlicht werden, strukturell? Und dann in dem Moment, in dem man eingesteht oder anfängt, diese Mauern zu sehen, wird man sich seiner Privilegien bewusst. Man sieht, ich bin nie gegen diese Mauer gelaufen, weil die Struktur unserer Gesellschaft für mich gemacht ist. Und das sich einzugestehen, bedeutet nicht, dass man ein schlechter Mensch ist, sondern es bedeutet, dass man anfängt das zu sehen, was einem zuvor verborgen geblieben ist. Und das ist der Startpunkt sozusagen für Allyship, also in Solidarität zu gehen mit denjenigen Menschen, für die diese Mauern nicht gemacht sind. Das ein anderes Beispiel aus der Inklusionsbewegung vielleicht zu nehmen wäre, wenn eine Frau mit Behinderung, die einen Rollstuhl nutzt als Fortbewegungsmittel, sagt zu anderen, ihr seid privilegiert, weil ihr könnt in dieses Museum gehen ohne Probleme. Ich kann das nicht, weil es gibt hier keine Rampe, es gibt nur eine Treppe. Und die anderen sagen, ich bin aber nicht privilegiert, weil ich habe in meinem Leben auch Leid erfahren. Und sie sagt, ja, aber ich komme hier nicht rein. Und hier gibt es sozusagen ein Beispiel für, wie dieses Gebäude nicht für mich konzipiert ist. Und in dem Moment, in dem die anderen erkennen, ja, ich habe kein Problem, ins Museum zu kommen, aber die anderen haben es, habe ich also ein Privileg. Das heißt, es ist jetzt meine Verantwortung, mit an den Strukturen zu arbeiten, sodass alle in dieses Museum rein können. Und das kann man auf alle möglichen, ich habe jetzt Museum gewählt, weil wir jetzt gerade in einem Museum sind, aber es kann man auf alle möglichen Strukturen übertragen. Das kann man auf das Bildungssystem übertragen, das kann man auf das Justizsystem übertragen, das kann man auf die Politik übertragen, auf das Wirtschaftssystem übertragen, auf alle möglichen Lebensbereiche kann man dieses Bild sozusagen übertragen. Privilegien eingestehen bedeutet nicht, dass man noch nie eine Herausforderung im Leben hatte, noch nie diskriminiert worden ist, bedeutet nicht, dass man kein Leid erfahren hat, dass es einem nicht schlecht geht und es bedeutet auch nicht, dass man ein schlechter Mensch ist. Es bedeutet lediglich, dass man die Augen öffnet für unsere Strukturen. Das führt mich dazu, dass du dich selber mal als intellektuelle Putzfrau tituliert hast, weil du tatsächlich immer dich in der Aufgabe gesehen hast, zu beschreiben, wie etwas ist. Und ich finde, auch jetzt hast du auf einem sehr schönen Weg erklärt, was es bedeutet, ein Privileg zu haben oder sich dessen bewusst zu sein. Wie empfindest du das? Wird es jetzt auf Menschen, auf schwarze Menschen jetzt gerade, weil das Thema George Floyd so präsent in den Medien ist, wie wird es jetzt für schwarze Menschen sein? Inwiefern werden sie jetzt verstärkt in diese Rolle, auch als Individuen in ihren Lebensräumen, dahin, sei es gedrängt, Stellung zu beziehen? Glaubst du, dass es verstärkter sein muss und wie können sie sich dafür wappnen, weil das auch schmerzhafte Erfahrungen sind, die sie da aufrollen müssen? Ja, ist natürlich ein schwieriges Thema und als nicht-schwarze Person sehe ich mich da jetzt nicht wirklich für befähigt zu sagen, wie es ist, aber ich kann sagen, wie es für andere ist oder was ich bisher beobachtet habe und was die Gefahren sind. Ich glaube, dass Menschen, die rassifiziert werden, häufig in die Position gedrängt werden, dass sie anderen kostenlos Unterricht geben müssen, dass sie andere kostenlos bilden müssen, dass sie zu Themen informieren müssen, die mit ihnen persönlich nichts zu tun haben. Ne? Man war vielleicht noch nie in den USA, man hat sich noch nie damit wirklich beschäftigt, man kennt das Polizeisystem dort nicht, man hat nicht antirassistisches Wissen irgendwie sich erarbeitet, sondern ist einfach nur eine schwarze Person, die einfach seiner Arbeit nachgeben möchte und sein Leben leben möchte und ist plötzlich gezwungen,
gezwungen, zu all diesen Dingen zu informieren, wird sozusagen zu so einer laufenden Informationssäule. Und das ist Arbeit, das ist Zeit, das ist Lebenszeit, die Menschen abhanden kommt, ihre eigenen Träume weiter zu verfolgen, ihr Leben zu leben. Es gibt keine Verpflichtung für Menschen, nur aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes oder sonst wie Informationen zu dem zu geben, was andere Menschen meinen, was sie wissen müssten. Und es ist traurig, dass Menschen in unserer Gesellschaft, die aus irgendeinem Grund als anders markiert werden, über ihre Andersartigkeit permanent informieren müssen. Warum hast du zwei Mütter? Erklär das bitte. Warum sieht deine Haut so aus? Warum sind deine Haare so? Warum sind deine Augen so geformt? Warum glauben deine Eltern so? Warum isst du das nicht? Warum isst du jenes? Und so weiter und so fort. So, die wir schon Kinder fragen, wo Kinder schon im jüngsten Alter statt sich neugierig durch die Welt zu bewegen und sich Fragen zu stellen, sind Pinguine Vögel oder über das Sonnensystem sich Gedanken zu machen oder all das, was uns umgibt, neugierig durch die Welt zu gehen und aufgeschlossen durch die Welt zu gehen, sind diese Kinder permanent in der Situation, dass sie erklären müssen, warum sie existieren und wie sie existieren und müssen sozusagen, werden inspiziert. Und diese Inspektion, der man ausgesetzt ist, ist etwas, was man nicht über sich ergehen lassen muss. Denn, und gleichzeitig ist natürlich, also man muss nicht über sich hergehen lassen, aber man kann es tun. Man kann sagen, ich bilde mich dazu und ich möchte andere Menschen informieren. Ich bin bereit, diese Arbeit zu tun. Und wenn man das aber als Arbeit auffasst, wenn man das als etwas auffasst, was man nicht tun muss, sondern tun kann, dann glaube ich, kann man relativ emanzipiert damit umgehen, aber man sollte sich immer, also ein sehr schönes Zitat, das ich immer wieder mir in Erinnerung rufe, um meine Arbeit zu reflektieren und auch jungen Menschen, die anfangen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, also ein Beispiel aus der muslimischen Community wäre, dass junge Muslime sagen, ja, ich möchte Islamwissenschaften studieren, weil ich möchte den Islam erklären oder Theologie studieren oder die sagen, ich möchte Ärztin werden, um zu beweisen, dass auch muslimische Frauen Ärztinnen sein können. Ich sage so, nein, du solltest das studieren, was du studieren möchtest und mitnichten Ärztin werden, um zu beweisen, dass muslimische Frauen erfolgreiche Medizinerinnen sein können, sondern weil du Menschenleben retten möchtest oder weil das deine Berufung ist. Und um dann dieses Zitat noch zu bringen, das ist von Toni Morrison, wo sie sagt, ich sage es einmal auf Englisch und dann versuche ich es zu übersetzen, Racism, the function, the very serious function of racism is distraction. It keeps you from doing your work. It keeps you explaining over and over again your reason for being. Somebody says you have no kingdoms, so you dredge that up. Somebody says your head isn't shaped properly, so you dredge that up. Da-da-da-da-da. There will always be one more thing. Also grob übersetzt sagt sie, die Funktion von Rassismus ist Ablenkung. Sie lenkt dich davon ab, das zu tun, was du eigentlich tun möchtest. Jemand sagt, ihr habt keine Königreiche, also versuchst du das nachzuweisen. Jemand sagt, dein Kopf ist nicht richtig geformt, also versuchen WissenschaftlerInnen das nachzuweisen. Es wird immer eine weitere Sache geben, es wird immer weitergehen. Und der Kampf gegen Rassismus darf nicht bedeuten, dass alle, die von Rassismus betroffen sind, permanent allen anderen ihr Dasein erklären, ihre Existenzberechtigung diskutieren, sondern der Kampf gegen Rassismus bedeutet, auf die Strukturen zu schauen und zu schauen, wie können wir die Strukturen ändern, sodass wir alle gleichberechtigt in ihnen existieren können. Das muss das Ziel sein. Ich finde das ein sehr schönes Zitat und auch nochmal sehr gut, dass du das einmal so benannt hast, dass man sich das mal vor Augen führt, was ist Rassismus und was macht es mit einem als betroffene Person, einer Person, die von sich glaubt, es nicht zu sein und einer Person, die nun weiß, dass sie es ist. Wie empfindest du die Architektur der Sprache in der aktuellen Debatte? Jetzt werden Menschen in Talkshows eingeladen. Es sind viele weiße Menschen, eine schwarze Person, die Inspizierte ist, die heute sozusagen da ist, um zu erklären, was denn alles in der Gesellschaft nicht richtig läuft. Wie beobachtest du da genauer, wie die Menschen, die sich dann offen zeigen, weil sie ja heute gekommen sind, um darüber zu sprechen oder sagen, ich möchte das nicht leugnen, wie beobachtest du da schärfer die Sprache und wie ist die Sprache von denen, die jetzt ein Ohr offen haben?
Das ist eine sehr interessante Frage. Und wenn man sich so die letzten Tage und Wochen anschaut, vor wenigen Tagen war Alice Hasters, die Autorin von Was weiße Menschen über Rassismus wissen sollten, aber nicht hören wollen, in einer Talkshow. Und das war seit vielen Jahren tatsächlich das erste Mal, dass eine schwarze Frau in einer Talkshow war. Zumindest in Deutschland, nach bestimmten Untersuchungen. Und was uns das zeigt, ist, wir erleben jetzt vermehrt schwarze Personen nicht als Objekt, sondern als Subjekt, also als ExpertInnen. Sie sind vermehrt sozusagen Ansprechpersonen, die ihr Wissen teilen und das aktuelle Geschehen kommentieren. Und das ist einmal eine sehr große Veränderung, weil normalerweise spricht man über schwarze Menschen. Und trotzdem sehen wir auch gleichzeitig, wie eine gewisse Objektifizierung stattfindet. Immer dann, wenn man gefragt wird, was sind dann deine persönlichen Erfahrungen mit Rassismus? Man würde jetzt auch nicht und das erleben wir leider in der feministischen Szene auch, dass dann eine Feministin in einer Runde nicht zu ihrer Expertise zum Thema Sexismus in einem bestimmten Kontext gefragt wird, sondern dass sie dann gefragt wird, wie sind ihre Erfahrungen mit Sexismus im Alltag? Und dann soll sie, während alle anderen als ExpertInnen auftreten können, als einzige von ihren persönlichen Erfahrungen erzählen und anekdotisch berichten. In dem Moment wird sie zu einem Objekt, weil sie wird inspiziert und ihre Erfahrungen werden bewertet und eingeordnet von anderen. Und diese Tendenz gibt es auch. Deshalb gibt es viele, die sich sehr daran stören, dass sie immer wieder gefragt werden, dass sie jetzt sozusagen ihre rassistischen Erfahrungen irgendwie ausbreiten sollen. Weil es gibt genug Beispiele, es gibt genug Möglichkeiten. Und die Frage, ob Rassismus existiert, sollte nicht einmal diskutiert werden. Diese Frage sollte abgeschlossen sein. Die Frage, die im Raum stehen sollte und steht, ist, wie bekämpfen wir diesen strukturellen Rassismus? Und das hat sich verändert. Und das andere, was ich wahrnehme, ist, dass nun Menschen wissen, wie schwarze Menschen korrekt zu bezeichnen sind, als schwarze Menschen und nicht als farbige oder irgendwelche anderen Wörter, die immer wieder normalerweise fallen, wenn Menschen sich irgendwie politisch korrekt sozusagen mit ihnen befassen wollen, weil, und das ist das Interessante, hier wird eine Selbstbezeichnung plötzlich bekannter und Menschen verstehen, also mehr Menschen verstehen jetzt, warum es so wichtig ist, eine Selbstbezeichnung von Menschen als Bezeichnung zu wählen und nicht beispielsweise das N-Wort zu nutzen, was ja eine sehr gewaltvolle, monströse, blutige Perspektive noch mit sich trägt. Und welch Gewaltakt geschieht in dem Moment, in dem man einen Menschen auf eine Art und Weise bezeichnet, wie sie zuvor von Menschen bezeichnet worden sind, die sie versklavt haben, ermordet haben, vergewaltigt haben, getötet haben.